Ich möchte euch in diesem Tutorial kurz zeigen, wie wir euer E-Portfolio vernünftig pflegen könnt. Ziel der ganzen Geschichte ist natürlich, dass ihr persönlich für euch eure Ergebnisse und eure Erfolge in der Schule etwas dokumentiert. Ihr erreicht das Ganze über portfolio.realschule-schöllnach.de. Ein Link gibt es natürlich auch auf der Homepage. Nochmal portfolio.realschule-schöllnach.de, da oben in der URL-Zeile. So, und dann ist natürlich für euch am einfachsten, wenn ihr, und das ist meistens so, wenn ihr schon eingeloggt seid, das ist überhaupt kein Problem, dann müsst ihr gar nichts machen. Ansonsten müsst ihr euch mit einem Teams oder Microsoft 365-Account einloggen. Weil ich im Hintergrund schon eingeloggt bin, sieht man jetzt da, bin ich dann automatisch, muss ich gar nichts mehr eingeben, kein Passwort oder so. Ihr müsst im Zweifelsfall, wenn ihr es noch nie gemacht habt und im Hintergrund nicht eingeloggt gewesen seid, zum Beispiel in Teams oder sowas, müsst ihr dann halt da eure rs-schöllnach.de E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort, was halt ein Teams benutzt, hernehmen. So, und das Ganze ist jetzt relativ einfach, und zwar da unten habt ihr jetzt, ich habe jetzt einmal ein paar Beispiele noch, da seht ihr auch die Portfolios. Ausgemacht war ja, dass ihr ein Portfolio und dann jeweils eine Klasse als Unterpunkt nehmt. In dem Fall zeige ich euch jetzt da mal mein Portfolio oder meine Arbeiten der 10. Klasse. Also im Idealfall habt ihr entweder da meine Arbeiten der ganzen Schule und dann die Klassen drunter, oder ihr könnt natürlich auch für jedes Jahrgangsstufe einzeln so ein Portfolio erstellen. Ich habe jetzt da meine Arbeiten in der 10. Klasse. Und da habe ich jetzt zum Beispiel ein schönes Bild generiert, das ich gerne herzeigen würde, weil da habe ich ja gute Noten drauf gekriegt oder es hat mir insgesamt gut gefallen, da bin ich stolz drauf. Das würde ich gerne da hinterlegen, weil später, zum Beispiel bei der Bewerbung, ist es nicht schlecht, wenn man zeigen kann, was man eigentlich außer den Noten auch noch gut in der Schule alles geleistet hat. Also klicke ich jetzt da drauf und dann sehe ich jetzt da schon, da sind jetzt ein paar Beispielgeschichten drin und ich möchte jetzt gerne da was hinzufügen. Also, was mache ich? Ganz einfach, du gehst da oben auf Bearbeiten. Ja, da oben hast du die, da oben rechts sind die entsprechenden Zugänge zu dem Ganzen. Ja, also wenn du da drauf gehst, da kannst du jetzt die Details anstellen, ja, und dann gehst du auf den Stift. Das Entscheidende ist immer der Stift, Bearbeiten. So, jetzt bist du im Bearbeitungsmodus und jetzt sieht man schon, da vorne ist ein Plus. Und dieses Plus steht auch, wenn man den Tooltip liest, Ziel, um neuen Block hinzuzufügen. Also jetzt nimm ich den Block und baue ihn einfach da oben her zum Beispiel. Ja, so. Und jetzt fragt er mich automatisch, was das sein soll. Ja, und jetzt mache ich da, ich habe ein neues Bild. Zum Beispiel, ich habe ein Schüler mit Tablet-Bild generiert. Das finde ich super, ist ein Bild. Du kannst da einen Text oder irgendwelche anderen Dateien hochladen. Achtung! Eine Geschichte ist ein wenig kompliziert, also man kann schon mehr Sachen, sieht man jetzt eh da unten hinzufügen. Eine Sache, die ihr nicht direkt einbetten solltet, sind Videos. Wenn ihr Videos gemacht habt, gibt es dazu ein eigenes Tutorial, das mache ich euch noch, beziehungsweise so viel als Tipp. Die brauchen so viel Platz, dass das da das Ganze überfordern würde. Also ganz wichtig, für Videos gibt es einen anderen Weg, den dazu hinterlegen. Alles andere, Bilder, PowerPoint-Präsentationen, irgendwelche coolen Texte, die ihr geschrieben habt oder sonst was, könnt ihr da problemlos hinterlegen. Ist völlig einfach und geht immer auf dieselbe Stelle. Ich möchte jetzt da ein Bild hinterlegen. Also gehe ich da auf Image und jetzt muss ich da oben draufklicken praktisch und das Bild hochladen. Ich habe schon keine Dateien gefunden. Ich habe schon welche hochgeladen, da Bilder. Ich möchte aber jetzt ein neues auswählen. Also gehe ich da drauf, gehe auf Datei auswählen und suche mir ein Bild und da habe ich eins generiert. Da zum Beispiel das. Und das nehme ich jetzt. Und dann lädt er dieses Bild da hoch. Ja, jetzt ist scheinbar nichts passiert. Man sieht aber schon, wenn das reingeht, da ist dieses Bild drin. Ich kann jetzt da Show Description machen. Wenn er auf Ja geht, dann wird natürlich die Beschreibung von dem Bild angelegt, ja, oder beziehungsweise angezeigt. Und ansonsten sieht man jetzt da unten, könnte ich jetzt nur Sachen wie die Breite oder die Höhe angeben, brauche ich aber alles nicht. Ich gehe jetzt stattdessen nur auf Speichern. Und ihr seht, da ist jetzt das Bild. Und damit ist schon alles erledigt. Habe ich mich jetzt irgendwie getäuscht, das falsche Bild hochgeladen oder irgendeinen Schmarrn gemacht, dann kannst du entweder löschen über den Abfalleimer oder aber über den Stift und dann kannst du wieder alles ändern, was du willst. Ja, überhaupt kein Problem. Ist sehr einfach, die ganze Geschichte, und ich glaube, da braucht man nicht groß was zu erklären. Bitte pflegt es, weil das ist ganz einfach und ihr habt einen riesengroßen Vorteil, wenn ihr diese Geschichte gewissenhaft pflegt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch etwas geholfen.